Ich hatte vielleicht so ein Ibanez oder so, ich kann mich gar nicht genau erinnern, aber mein richtig wirklicher Bass war ein Fender Jazz Bass. Der war irgendwie ein 77er Fender Jazz Bass, den mein Stiefvater mir gekauft hat in Hamburg. Ich habe ihn immer noch. Und irgendwann bin ich dann aber zu Precision übergestiegen, weil ich fand, die klangen fetter irgendwie und hatten einen größeren Sound. Ja. Seitdem bin ich wirklich, spiele ich hauptsächlich Precision Bässe, Fender. Ich meine, ich habe auch noch andere Bässe. Wie viele hast du? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Vielleicht 12 oder 10, 12. Aber ja, im Grunde genommen spiele ich hauptsächlich immer Fender Precision Bass. Und dieser Mulan halt, der Typ, der in Korea war, das ist einfach wirklich, der macht das wirklich toll. Ja, viele Bassisten spielen jetzt. Tolle Bässe, wirklich. Ja, klar, ich hatte eine Phase, klar, wo ich so Lindenberg gehört habe, oder. Aber es war immer doch mehr wenig Deutsch, mehr so. Was haben wir gehört? Police, AC/DC. Ich hatte einen ganz schnellen, also durchwachsen, also ich hatte einen sehr gemischten Geschmack, muss ich sagen. Mein Stiefvater in Deutschland, der hatte eine sehr unglaubliche Plattensammlung. Und der hörte immer sehr viel Musik im Haus. Und der hörte irgendwie alles von Stevie Wonder bis zu Jimi Hendrix bis zu Miles Davis, John Coltrane. Das war immer Musik im Haus. Und klar, als Teenager interessiert man sich dann irgendwann für Musik. Und für mich war es irgendwie alles so, also ich fand da keinen Unterschied, es war irgendwie für mich tolle Musik, Stevie Wonder zu hören, aber dann konnte ich auch irgendwie AC/DC hören oder ich konnte B.B. King hören, Blues und ich konnte dann Police hören und mich genauso darum freuen. Und dann hatte ich natürlich den Einfluss bei meinem Vater, war ich dann immer im ganzen Sommer in San Francisco, in der Bay Area und der wohnte um die Ecke von einem Bluesclub, von einem so richtig echten Bluesclub und da habe ich dann auch viel Blues gehört und war dann auch so als Teenager, bin ich da hingegangen, habe Jam-Sessions mitgemacht, so mit richtigen Blues-Musikern. So. Das war toll. Hab da auch viel so John Lee Hooker gehört und andere Blues-Legenden, die dann so in den Clubs gespielt haben.